Hallo und herzlich willkommen zurück zu Whispering Willows. Ja, in der letzten Folge haben wir als letztes so ein Rätsel, so ein Ritterrätsel, sage ich mal, gemacht. Wir mussten die drei Ritter, von denen man unten noch zwei sieht, so ja verformen, sage ich mal, beziehungsweise die Waffe verformen, dass wir die Türen öffnen konnten. Und letzten Endes sind wir hier hingekommen. So, wir gucken mal kurz auf der Seite. Wenn ich reich wäre, hätte ich auch eine Statue von mir in meinem Haus. Ja, ich nicht. Ein Bild würde mir reichen. Nein, okay. Ich schließe die Tür auf. Hatte ich denn einen Schlüssel überhaupt? Aber okay. So, wo sind wir jetzt? Da können wir hoch. Und hier sterben wir wahrscheinlich gleich wieder. Oder? Ich höre doch wieder irgendwas. Da oben sitzt noch mein Vater, oder nicht? Schau, trotzdem erstmal eben hier unten. Ach, das ist doch wieder dieser lange Esstisch. Ach, tatsächlich. Hä? Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Darfst du das gerne da hochgehen? Ja, dann würde ich sagen. War da jetzt nur das mit der Tür oder war gerade noch was anderes? Nee. Nee, nee, okay. Würde ich sagen, gehen wir direkt da hoch. Weil hier waren wir schon mal. Definitiv. Hier haben wir doch mal die Sache mit. Oh, mit dem Knochen auch gehabt. Das war's jetzt. Waltham und mein Dad sind hinter der Tür. Ich kann es spüren. Aber ich habe keine Angst mehr. Jetzt ist die Zeit, um Stärke zu zeigen. Mein Dad braucht mich und ich werde ihn dieses Mal nicht hängen lassen. Es ist mir egal, was ich durchmachen muss. Er ist mein Vater und ich werde nicht zulassen, dass jemand ihn mir jemals wegnimmt. Egal, was passiert. Waltham, ich hoffe, du bist bereit, mir gegenüberzutreten, wie ich es bin. Du hast es zurückgeschafft und sogar ohne deinen Anhänger. Aber du bist zu spät. Du kannst mich nicht aufhalten. Es ist mir egal, was du sagst. Ich werde meinen Dad retten, egal wie. Törichtes Kind, ich zeige dir einen Einblick in mein Leid. Sieh die Vergangenheit und erkenne meinen Schmerz. Oh, okay. Du verstehst nicht. Sie hat mir alles bedeutet. Sie war die Mutter meines Sohns, die Liebe meines Lebens. Und du erinnerst mich nur an sie und wie ich sie hintergehe, immer wenn wir zusammen sind. Bitte, Waltham, bitte, ich liebe dich. Tu das nicht. Ich kann nicht mehr. Und das werde ich nicht. Ich werde nicht länger Schande über sie bringen. Das ist also das Geheimnis des blutigen Messers, was ich immer noch mit mir rumschleppe, nebenbei bemerkt. Du verstehst nicht. Sie hat mir alles bedeutet. Sie war. Schon wieder? Sie war die Mutter meines Sohns. Und du erinnerst mich nur an sie, bla bla bla. Können wir nichts machen hier? Wiederholt sich das jetzt ständig? Oder können wir jetzt. Ah! Okay. Boah, jetzt geh da rein. Mann. Mach diese Scheiß. Geht doch. Und jetzt? Muss ich wieder raus? Bitte, Waltham. Ich muss dir etwas sagen. Ich erwarte ein Kind. Es ist von dir, Waltham.
Wir werden zusammen eine Familie haben. Was? Nein. Nein, das kann nicht sein. Sie war schwanger? Nein. Was habe ich getan? Martha wollte nur, dass ich glücklich bin. Wir hätten das so gut haben können. Was habe ich getan? Es spielt keine Rolle. Ich war von Anfang an verdammt. Sieh noch mehr Schrecken aus meinem Leben. Ich danke dir sehr, dass du mich auf einen Drink eingeladen hast, Wortham. Wir haben uns seit Ewigkeiten nicht unterhalten. Es war höchste Zeit, würde ich sagen. Aber natürlich, alter Freund. Es war in der Tat zu lange her und du wurdest sehr vermisst. Ich habe zugesehen, wie deine Schwierigkeiten wuchsen. Ei, so ist es. Und ich habe dich auch vermisst, Wortham. Wir müssen uns von jetzt an regelmäßiger treffen. Das werden wir gewiss, Darby. Noch einen letzten Drink, um deine Schmerzen zu lindern? Du bist der beste Freund, den man sich wünschen kann, Wortham. Naja, das ist ja der, der vergiftet worden ist. Durch. Das haben wir ja gerade schon gehört. Also müssen wir wahrscheinlich irgendwas mit dem Drink machen, aber ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Um Gottes Willen, Darby, du Betrunkener. Zeig etwas Klasse, Mann. Sieh dich an, in was für einen Zustand du dich befindest. Ich habe die letzten paar Monate voller Widerwillen zugesehen, wie du immer weiter abgebaut hast. Du hast recht, mein Freund. Hast du immer. Du warst so gut zu mir und ich bringe Schande über mich. Ich weiß sehr wohl, was ich für eine Last bin. Last, hm? Das ist ein ehrliches Wort. Wenn ich gewusst hätte, dass du so wirst... Ich weiß nicht mehr, was ich noch glauben soll. Ich weiß, dass ich in letzter Zeit nicht ich selbst war. Ich hatte vor, mir heute Abend das Leben zu nehmen, während du schläfst. Aber deine Einladung, Wortham, sie hat mir Hoffnung gegeben, weißt du? Ich habe es dir nicht gesagt, Wortham, aber dieses kleine Mädchen, das ich getötet habe, sie sucht mich heim. Am Anfang waren es nur Träume. Aber jetzt sehe ich sie auch im Wachzustand. Dann spüre ich, wie das Höllenfeuer nach mir lechzt. Meine knochende Haut stinkt nach Schwefel, mein Freund. Ich kann nachts hören, wie die Verdammnis nach mir ruft. Warum? Warum habe ich diese Dinge getan? Er musste nicht sterben, mein armer Darby. Wann bin ich so tief gesunken? Es war dieser verdammte Schamane, der mich mit seiner abscheulichen Nekromantie hereingelegt hat. Dein Vorfahre, ich wusste es. Wisse, was deinesgleichen mir angetan hat. Ist das, was du sagst, wahr? Du kannst mir helfen, meine Frau wiederzusehen? Ja, aber deine Seele muss zuerst gereinigt werden. Bist du dafür bereit? Ja. Ja, ich bin bereit. Sag mir, was ich tun soll, Medizinmann. Du musst dich von deinen erdlichen Bindungen lösen. Du musst die Erinnerungen an deine Frau loslassen. Nur dann wirst du sie wiedersehen können. Diese Kerzen werden uns vor der Dunkelheit schützen.
Ja, aber was müssen wir jetzt hier machen? Müssen wir jetzt die Frau irgendwie aufhalten? Oder? Weil die scheint ja, denke ich mal, des Rätsels Lösung zu sein. Hallo? Ich will mich bewegen. Martha! Oh, wie ich dich vermisst habe, meine Geliebte! Das Leben ist so beschwerlich ohne dich. Wie soll ich weitermachen? Ich werde immer für dich da sein, Wortham. Jetzt, wo du es weißt, kannst du mich immer wieder sehen, wenn dir das Leben zu schwierig erscheint. Lebe dein Leben richtig und ziehe unseren Sohn gut auf. Auf Wiedersehen, mein Geliebter. Ich liebe dich, Martha. Jetzt und für immer. Du hast mir geholfen, die Dinge klarer zu sehen, Elena. Meine Fehler zu erkennen. Ich hoffe nur, es ist nicht zu spät für mich. Ich werde endlich sehen, was das Jenseits bietet. Auf Wiedersehen, Elena. Tschüss, Wortham. Möge deine Seele in Frieden ruhen. Elena? Dad, du bist wach! Oder auch nicht. Der hat schon wieder die Augen zu. Ja, was ist passiert? Was tust du hier? Es ist eine lange Geschichte, Dad. Aber keine Sorge, ich erzähle dir alles auf dem Weg nach Hause. Sixens. Ja, das war Whispering Willows. Ich persönlich fand es ein richtig tolles Spiel. Natürlich optisch hat es jetzt nicht so mega viel geboten wie irgend so ein, ich sag mal, 3D-Shooter oder sonst was. Aber es war ein richtig, richtig tolles Spiel. Die Hintergründe zu erkunden hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Gut, diese komischen weißen Viecher hätten sie gerne weglassen können. Beziehungsweise, wenn man die sieht, ist es noch in Ordnung. Dann weiß man ja auch, worauf man sich einlässt. Aber wenn die plötzlich unsichtbar daherlaufen und man einfach stirbt, ohne dass irgendetwas da gewesen ist, wie jetzt teilweise, dass ich unten gestorben bin, obwohl nichts an der Decke war und nichts unten war, das fand ich ein bisschen sehr seltsam. Aber mal abgesehen davon, ich fand es ein richtig, richtig tolles Spiel. Also von mir wirklich 2 Daumen hoch für dieses, ja, ich denke, Indie-Spiel. Ich weiß gerade auswendig gar nicht, wer es jetzt gemacht hat. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir noch mehr davon sehen würden. Also jetzt nicht die gleiche Story weitermachen, aber vielleicht sowas in der Richtung, wieder mit Rätsel lösen, vielleicht wieder mit der Geistergestalt oder mit irgendeinem anderen Thema, was man dann benutzen könnte mit magischen Kräften obendrauf oder was weiß ich, was kann ja eine Hexe sein oder es kann vielleicht ein Dämon sein, der irgendwas gut machen will oder jemand, der dämonische Kräfte hat, es aber nicht weiß und die trotzdem anwendet. Was weiß ich, also es gibt so viele Sachen dazu. Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Let's Play gefunden habt, beziehungsweise das Spiel auch gefunden habt. Und ich will jetzt eigentlich nicht zu viel darüber reden,
Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Let's Play. Und wie gesagt, also ich fand es richtig toll. Im Endeffekt hat es am Ende dann alles noch so ein bisschen Sinn ergeben, in Anführungszeichen, dass der Schamane unser Vorfahre war. Das ist mir ja schon ein bisschen früher aufgegangen. Oder ich habe es zumindest vermutet, sagen wir es mal so. Und die ganze Story fand ich persönlich sehr, sehr geil. Ich fand es super, dass nicht zu viel Horror drin war, aber es war schön zum Gruseln, sage ich mal, zwischendurch. Und so gemacht, dass man es halt auch wirklich schaffen kann, auch wenn man jetzt nicht irgendwie der größte Freak ist mit schnellen Bewegungen oder was weiß ich was. Also wie gesagt, 2 Daumen hoch von mir. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.